Ich habe echt keine Ahnung, wo dieses letzte Neckarnest sein soll. Doch, vielleicht? Mal dein Gefühl der Punkte, ne? Ihn zeigt. Okay, ne, hier ist auch ganz. Jetzt Falle. Kein Neckarnest. Die Frage, können das jetzt hier sein oder können das halt überall im Sumpf sein? Wenn sonst da hinten ist vielleicht noch was. Vielleicht auch nicht mehr. Weiß aber, dass ich auch ewig gesucht habe. Gut, dann bin ich wenigstens nicht alleine. na, wir finden es schon noch. Ich habe es ja beim ersten Mal auch gefunden. Ich kann mich halt wirklich nur beim besten Willen nicht mehr dran erinnern, wo es gewesen ist. Hier, wir haben's. Oh mein Gott, wir haben's. Okay, hat doch länger, war doch schneller als gedacht. Dachte, wir wären hier schon gewesen. Weißt du, du suchst den ganzen Sumpf ab, ne? Also hinter der letzten Biegung, wo du denkst, du hast eigentlich schon geguckt. Hallo? Nee. Ich hab verpackt. Da ist es dann. Da ist es. Da ist der Übeltäter. Okay, man merke sich, der letzte Tunnel ist da. Alle anderen sind da hinten. Der letzte ist aber da. Ja, wir können unseren Lohn abholen. Sehr schön. So, wir versuchen uns das jetzt mal zu merken. Vielleicht finden wir es dann hier alle beim nächsten Mal besser. So, und jetzt nach links abbiegen. Dann können wir uns auf jeden Fall bald um den Kai ran kümmern. Läuft doch. Oh, süßes Fazit. Also ohne Scheiß, die Hunde sehen noch genauso aus wie aus Teil 1. Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Ja, find's heraus, immer noch. So. Hier hin. Der Fatzke müsste dann irgendwo da hinten sein. Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haus? Ja, der Haushalt, ne? Der Haushalt geht so vor sich hin. Mama! Hallo, Trude. Okay. Der Junge hat Angst vor uns. Warum auch immer. Wir haben ihm nichts getan. Hier, Neckar-Kadaver zum Beweis, dass ich... Mir ist klar, was es beweist, Hexer. Die Belohnung ist dein. Danke. So, Neckar-Auftrag abgeschlossen. So, falscher Weg. Da muss ich raus. Mama! Ja, ich bin doch schon weg. Raus um die Nase. Wir sind einfach alle Angst vor uns haben. Tagsüber plärren die Bäcker. Nachts stöhnt der Alte. Und wie so. Ist das Land? Okay, suche nach Spuren des Königsmörders in Flotsam. In der Bad schut und fordere ihn heraus. Geht irgendwo, wo man ihn. Ah, da hinten. Okay, dann machen wir das auch noch schnell. Wo die Liebe hinfällt. Versprich mir. Besiegte Wettkämpfer. 3 von 4. Jo, dann machen wir das doch gleich. Huch. Okay, wir haben erstmal das Licht angemacht. Ist hier auch so stockdunkel hier gerade. Ah, da ist er.
Was willst du? Es heißt, dich hätte noch keiner im Armdrücken bezwungen. Stimmt. Ich will versuchen, das zu ändern. Das hat schon mancher versucht und es ist ein Scheiß draus geworden. Na, wollen wir? Yep, wollen wir. Nun, gut, dann komm mal gleich mit. Später habe ich keine Zeit mehr. In Ordnung. Es wurde schon wieder ein König ermordet, hast du gehört? Nur einer. Es ist aber schade. Mein Sohn, was erzählst du da? Die Tyrann... Fertig? Yep. Wir können anfangen. Nein. Oh Gott. Ein bisschen unkonzentriert. Hätte vorher speichern sollen. Okay, scheiße. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Hexer oder nicht? Fertig? Ach ja, komm, wir versuchen es doch mal. Zack. Könntest heute ruhig zu einer anständigen Zeit zurückkommen. Also. Essen, dich mal ausschlafen. Hör auf, mir auf die Nerven zu gehen, Mutter. Arbeit, Schenkel. Du könntest endlich mal eine Familie gründen. Mutter, gib Ruhe. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Ja. So geht das. Warum nicht gleich so? Das erste Mal verkacken wir jedes Mal. Da hast du deine Orens. Einmal hatten wir eine Kompanie Söldner mit Adam Adieu Pangrat als Anführer bei uns. Ich bin der Stärkste hier und habe mich mit Adieu gemessen. Der Kerl hat übermenschliche Kräfte. Hat mich niedergewalzt wie einen Säugling. Wenn du den triffst, dann sag ihm, Schute trinkt auf sein Wohl. Mach ich. Es wurde schon wieder ein König ermordet. Okay. Der Dexter schlägt sie alle. Na dann. Okay. Sprich mit Kaufleuten am Ufer. Ja, ja. Setz das Elixier her. Wo ist das, wenn ich das mache? Was ist denn die Macht der Welt, ne? Also zumindest nicht hier in der Gegend. Okay. So. Nehmen wir mal an, das muss ich selber herstellen, oder? Alchemie. Manguste. Herstellen. Eine. Und wir haben eine Errungenschaft bekommen. Oh, das Elixier aus Schattenbeinwurz. Juhu! Und jetzt müssen wir damit zu dem. Schattenbeinwurz oder kämpft mit den. Trinkt das Elixier vor dem Kampf mit dem Kairan. Okay, also müssen wir uns jetzt auf den Kampf mit dem Kairan vorbereiten. Sehe ich das richtig? Ja, wahrscheinlich. Okay. Der Kairan. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Frage ist jetzt, der Kairan war dann, glaube ich, hier hinten, ne? Oh Gott, ich hoffe, ich schaff's das. Die letzten Erinnerungen an den Kairan waren keine gute. Speichern. Scheiß voll speichern. Pass auf dich auf! Gut, Pfad! War doch da hinten. Ich weiß es gerade echt nicht mehr.
In den Karren habe ich mich Flashbacks. Ich habe circa 3 Stunden im Gang. Mhm. Ich damals auch. Ich muss ja tatsächlich gestehen, dadurch, dass ich weiß, wie ich letztes Jahr, wo ich das erste Mal Witcher 2 gespielt habe, an manchen Sachen gehangen habe, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Huch. Bin jetzt hier oben gelandet. Habe ich tatsächlich einen Schwierigkeitsgrad runtergeschraubt. Und ich bete, dass ich diesmal nicht ganz so übel aufgemischt werde wie letztes Jahr. Weil an manchen Stellen, ich bin verzweifelt. Ich bin echt einfach verzweifelt. Und ich habe Ewigkeiten dafür gebraucht. Genauso wie in, ich weiß nicht, was, Akt 3, Akt 4? Wo man so eine Frau beschützen musste. Und da habe ich auch Ewigkeiten dran gesessen. Dachte mir auch nur so irgendwann, okay, ich habe keinen Bock mehr. Macht euren Scheiß alleine. So, ich hoffe, dass das jetzt auch hier ist. Wenn nicht, ich habe gerade gespeichert. Können also zur Not auch nur laden. Ja, Geralt, bist du fertig? Ich war auch extrem unterlevelt. Ich glaube, ich war auch unterlevelt. Wissen tue ich es aber echt nicht. Ich weiß so, dass ich echt übelst Probleme hatte. Okay. Hoffe ich mal. Ich bin am richtigen Ort, aber der Kampf wird noch nicht ausgelöst. Oder muss ich vorher das hier noch machen? Nee. Habe ich ja gemacht. Okay, irgendwas ist auf jeden Fall so nicht ganz so, wie es sein soll. Ach ja, okay, warte. Dann lade ich noch einmal kurz. Nicht, dass der Trank dann weg ist. Ja, ich war verwirrt, weil da jetzt steht nämlich oder. Ich dachte, man könnte das vielleicht auch ohne die Hexe machen. Okay, dann holen wir die Hexe mal kurz. Hexen werden überbewertet. Außer Triss. Triss ist cool. Triss mag ich. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine Abneigung gegen Sheila entwickelt. Ich bin teilweise einfach zu arrogant. Ähnlich wie Yennefer. Obwohl Yennefer bildhübsch ist, aber ich bin kein Yennefer-Fan. Außerdem mag ich rote Haare lieber. Zumindest bei Frauen. Bei Frauen sind rote Haare echt. Wo war die Hexe denn nochmal? War die in dem Gasthaus über der Schenke? So, einmal in diesen Räumen da drüber. Das ist auch mein Favorit. Oh, ja. Ich weiß nicht, die meisten sind tatsächlich Team Yennefer. Sie wie gesagt, Yennefer ist halt hübsch, aber mir gehen ihre Launen auf den Keks. Das ist halt so. Sie ist einfach unberechenbar. Wenn ich. Ihr Charakter. Huch. Ihr Charakter ist halt einfach nicht so meins. Da ist mir das Aussehen dann auch egal. So. War das hier? Wieder, ja. Hexe, hi. Ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst?
Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein. Aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie. Was immer es ist. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und? Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denk nicht dran. Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht. Ich habe geraten. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. So, meinst du? Schön, dann frag, was du willst. Bist du eine Freundin von Triss? Eine Freundin? Eher eine Kollegin. Wir kennen uns. Ich kenne alle wichtigen Zauberinnen des Nordens. So viele sind wir ja nicht. Deshalb versuchen wir uns gegenseitig zu helfen. Also wenn man schon freie Wahl hätte im dritten Teil und Geralt eine andere Beziehung zu Ciri hätte, würde ich Ciri wählen und ab und an Philippa. Okay, also Philippa finde ich echt ein richtig interessanter Charakter. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da wäre es tatsächlich bei mir eher Triss oder Ciri. Oder Kerametz. Kerametz finde ich aber auch ein richtig cooler Charakter. Also mit der könnte ich mit Geralt halt auch so. Aber da wäre es dann halt bei mir eher so, wenn Triss oder Ciri und Kera nur so ab und an. Aber das wäre so mein Favorit. Aber ich bin froh, dass Ciri tatsächlich nur so Tochterbeziehung. Weil dann ist die Entscheidung leichter. Aber Ciri ist eigentlich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus allen Spielen, so was weiblicher Charakter angeht. Ciri ist schon. Ich habe auch jeden Moment geliebt, den ich in Witcher 3 mit ihr spielen durfte. So ein kompletter Ciri-Teil, das wäre. Oh, es wäre so geil. Kera überlasse ich einem Bart. Der hat auch sein Glück verdient. No. Naja. Lambert kann, ja, weiß ich nicht. Gibt's noch irgendeine andere Frau? Irgendeine aus Toussaint. Irgendeine der Frauen aus Blood and Wine kann er haben. Ich glaube, damit ist Lambert auch zufrieden. Was ist denn das? Ich glaube, alles Hauptsache weiblich. Aus. Ein Megaskop. Und wozu dient es? Zu vielen komplizierten magischen Operationen. Unter anderem dazu, sich mit anderen Zauberinnen in Verbindung zu setzen. Sheila mag ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Bevor wir uns an die Arbeit machen, solltest du dich vergewissern, dass sie uns auch bezahlen. Sprich mit den Kaufleuten in den Magazinen. Also hier muss ich tatsächlich noch mit den Kaufleuten reden. Okay. Schon wieder du? Aber wo sind diese Kaufleute? Und welche Kaufleute? Okay, da hinten. Okay. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Spuck's aus. Das Essen geht. Ich freue mich aber echt schon mega auf Witcher 3. Vor allem diesmal möchte ich in Witcher 3 ja wirklich alles erkunden. Also beim letzten Mal, muss ich zugeben, habe ich mich von der einen oder anderen Person tatsächlich leider etwas hetzen lassen. Was mich selber ärgert. Also ich habe mir schon viel Zeit gelassen. Ich glaube, ich war trotzdem bei 100, 120 Stunden so in einem Dreh. Ich hatte, glaube ich, nicht alles entdeckt. Was willst du? Und das will ich diesmal auf jeden Fall ändern. Problem. In Witcher 3. Eins? Blood and Wine hatte ich aber komplett erkundet. Die Wälder voller Banditen. Den Hafen blockiert ein Wassermonster. Und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen.
Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird es allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Wir brauchen Geld für die Vorbereitung. Einen Vorschuss? Bitte, hier sind meine letzten Orins. Dafür kannst du aber rammeln wie ein Kaninchenbock und saufen wie ein Loch. Ich bräuchte eher einige Mixturen. Okay. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Na, rammeln wir mal wie ein Kaninchen. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Angeblich weiß der eine Menge über Bestien. Und jetzt lass mich in Frieden. Okay. Alexia. Das heißt, jetzt wahrscheinlich nochmal mit Sheila reden. Aber wir haben ja jetzt sichergestellt, dass wir bezahlt werden. Teufel, hab ich einen Durst. Und ich erst. Ja, hat mich mal einer gefragt. Na gut, ich hatte bis eben noch mal ein Bein. Herr Sheila. Was gibt es für... Ich habe alles... Großartig. Dann los. Bereit? Nein. Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen. Dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter. Ich bleibe auf der Brücke. Ja, du bleibst mal auf der Brücke. Auf. Er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Mhm. Okay. Dann lass uns mal einen Kairan töten. Aber da du das Game schon kennst und durch hast, willst du in diesem Run killen oder nicht? Ich habe ihn beim letzten Mal am Leben gelassen. Das Problem ist, ich würde ihn gern wieder am Leben lassen. Aber ich lasse es tatsächlich diesmal den Chat entscheiden. Also ich habe die meiste Zeit jetzt die Entscheidung getroffen, die der Chat gesagt hat, weil letztes Jahr, wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich meine Entscheidung getroffen. Und ich habe Leto leben lassen, weil ich nichts persönlich gegen Leto hatte. Mir war, also der Charakter an sich, ich fand ihn halt mega cool und mega sympathisch. Und ich wollte Leto nicht killen. Und ich bete, dass ich ihn diesmal leben lassen darf. Weil ich will ihn nicht töten. Ich will ihn echt nicht töten. Also am liebsten hätte ich es wirklich... wenn, ja. Ja. Wenn wir das schöne Ende mit Leto haben. Weil Leto ist echt ein cooler Charakter. Ja, ich habe ihn im dritten Teil gefunden. Und ich hab's mega gefeiert, Britting. Ich hab's sowas von gefeiert. Nein! Oh Gott, bin ich blöd. Also ich hab's echt mega gefeiert. Ich hab nur ich wusste, okay, wir sehen einen anderen Hexer, weil es wurde ja schon quasi so eingeleitet und ich dachte so, bitte lass es Leto sein. Bitte lass es Leto sein. Und das war Leto. Ich hab's einfach so gefeiert. Weil ich liebe diesen Charakter. So. Lass uns den Kairan töten. Und bitte lass es auf die Schwierigkeitsstufe nicht so schwer sein. Oder lass mich genug gelevelt haben. Als von beiden. Ohne Scheiße, ich weiß noch nicht mal mehr, wie der Kampf ging. Ich habe echt keine Ahnung, wie der Kampf ging. Wie viele Alben bekommst du beziehungsweise die Tumal-Stimme? Oh, das wäre super. Ich will dich ja nicht bestechen, aber... aber es dauert ja bis zum Spielende noch. Aber wie gesagt, ich hätte Leto halt echt gerne. Ein geiler Charakter. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es ist einfach so ein geiler Charakter. Gut, er hat Voltes getötet, aber...
Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von den ganzen Königen hier in diesem Spiel. Und wie ging der Kampf nochmal? Musste man mit Art kämpfen? Da musste man mit Jirden. Ich weiß es nicht mehr. Au! Alter, wir kriegen trotzdem noch Damage. Und das ist nicht so knapp. Oh Gott, wie war das denn nochmal? Wir mussten, glaube ich, auf jeden Fall diese komischen Knubbel da treffen, ne? Erden! Fang ihn mit den Erden! Ah, ja, danke! Aber wie? Wie ging das nochmal? Ja, ja. Yeah. Oh. Ich bin zu alt für sowas. Ja, ich bin auch zu alt für den Scheiß, ey. Geil mit mir. Oh, ohne Scheiß. Weißt du, ich frage gerade nur so. Ja, wie geht das denn? Hm. Ja, benutzieren. Ah. Well. Au, au, au. Nein, 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 nein. Dein braves Monsterchen. Dein brav. Au. Nicht hin. Aua. Geralt, könntest du? Geralt. Darf ich? Bitte. Komm einmal. Das war falsch. Leg deinen Arm hier hin. Danke. Okay, auf der Schwierigkeitsstufe geht's sogar. Ich finde es immer noch knackig, aber es geht. Diesmal weiß ich dann aber auch, wie es funktioniert. Er wird wütend, ja, ach nee. Wärst du nicht wütend, wenn man dir dein Beinchen abpackt? Es tut mir ja auch irgendwie schon leid, ne? So, jetzt auf die andere Seite. Nein, Geralt! Das war nicht beabsichtigt. Hat es geklappt? Ja, wenigstens das hat noch geklappt. Ey, ich werde nur noch hin und her geschlagen. Tüt. Ich hätte mit zwei Treffen gekillt damals. Du willst bei weitem mehr aus. Mhm. Au, au, au. Ouchi. Au. Lass mich. Jetzt, au. Ich bin fast tot. Aua. Und, okay. Erster Versuch. Okay, wir dürfen uns nicht ganz so oft treffen lassen. Aber hey! Für den ersten Versuch. So geht die Rolle. Nein! Das ist Jirden. Alle Achtung. Nicht so oft treffen lassen. Er ist wütend, pass auf! Ja, ja, er ist wütend, ich weiß. Okay, das bringt da hinten nichts. Packe ich hier und halt hier hin. Okay, das war diesmal gut. Gut ausgewichen. Ja, wütend, ich weiß.
Darf ich? Ich hoffe einfach mal. Au! Du kleines, aufkriechendes etwas. Autsch. Das landet auf mir? Ah, nee. Passt. Oh Gott. Jetzt sieht's gut aus. Bisher. Weiche schon etwas besser aus. Ach du grüne Neune. Ey, ich stand da hinten so schön. Ist er tot? Au. Okay, da muss ich hin. Oder? Nee, warte, wo muss ich hin? Doch, da oben muss ich drauf. Au. Okay, sterbe ich, weil ich da nicht hochkomme. Richtung. Ey, nur ein Tod, ne? GG, juhu. Ey. Uiuiui. Geile Sache. Ein Tod. Ey, ein Tod kann man sich echt gefallen lassen. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Mir ist nichts geschehen. Ich habe viel Kraft verbraucht. Wenn ich dir noch hätte helfen müssen. Ich kann mir selbst helfen. Eine Zauberin ist besorgt um mich. Soll ich mich da fürchten? Ja, ja. Alle Hexer mimen den harten Kerl. Ich hätte nicht gedacht, dass er so enorm ist. Triss hatte recht. Das ist eine Mutation. Herbeigeführt durch Magie. Dann an die Arbeit. Ich nehme nur die besseren Komponenten mit. Nicht schön, dass so viel verschwendet wird. Schade um die Zeit. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Eieiei. Und Level Up. Gleich zwei Level Ups. So. Dann sage ich das einmal. Ich steigere das einmal. Speichern. Kann ich den auch plündern? Darf ich den plündern? Doch, ich kann den auch plündern. Herren, Onkeln, Gewebe, Haut, Trophäe. Nett. Oh, geil. Ich hätte echt nicht damit gedacht, dass wir ihn direkt beim zweiten Mal schon platt haben. Hat aber gut was zerstört, der Gute. Hoch mit uns. Und hier auch einmal hoch. Achso, ja, hier ist die Brücke. Da kommen wir sowieso nicht mehr rüber. Weiß gar nicht, aber ich glaube, der erste Akt ist hier tatsächlich noch nicht vorbei, ne? Ich meine, es geht noch weiter.
So, hier lang. Wo muss ich hin? Ah, nach da ganz hinten, okay. Ein bisschen geht's noch weiter in dem Ort. Ja, habe ich mir gedacht. Ich glaube, dann kommt ja noch das bei diesem komischen Stein, wo hier überall diese Rosen wachsen. Ich glaube, da müsste das sein. Da ist ja, glaube ich, noch was. Ich glaube, dann kommt doch noch was mit Triss. Ich meine, das war noch was mit Triss. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Mhm. Ich verlege mein Schwert immer. So.